ja, wie immer, legen wir mal los. Wir stehen gerade hier vom Haupteingang unseres Ziegelblitzes. Mittlerweile, man sieht auch von außen schon, natürlich hat sich einiges getan. Einige Deko-Applikationen sind schon installiert, aber jetzt gehen wir mal durch. Vorweg im Moment, wir haben noch gar nicht so richtig Lichtinstallation, das ist alles noch nicht so weit fertig. Hier und da wird es ein bisschen dunkler, aber wir versuchen das dann mal im Laufe des Durchgehens mal irgendwo noch was anzustecken, um ein paar Lampen zum Leuchten zu bringen, damit ihr auch was seht. Hier sind wir uns noch nicht ganz einig, was wir jetzt machen. Aktuell kann ich mir vorstellen, wenn ich sowas hier sehe, das sagt mir, da stehen ganz viele Kaffeebecher drauf. Ja. Also das wird so nicht gehen. Entweder kommt hier noch ein angeschrägtes Holz drauf, was ein Abstellen verhindert. Oder wir nutzen das Ganze als Vitrine, machen hier eine Plexischeibe vor und dekorieren hier noch mit alten Blechschildern ab und so weiter, die irgendwie auf die Ziegelei aufmerksam machen. Aber da müssen wir mal gucken. Oder so thematischer Hasendraht oder so, dass du dahinter was hast. Zum Beispiel. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und das ist jetzt... Augenblick, ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen, aber das wird wahrscheinlich gar nicht so viel bringen. Man sieht da oben... Überraschenderweise doch ein bisschen, ne? Ja. Ja, oben haben wir dann unser Büro, drei Fenster und rechts die Tür mit der Treppe nach oben. Das Geländer haben wir hier noch selber zusammengeschweißt. Das hatten wir noch altes Restmaterial, was so vor sich hingerostet hat. Das haben wir nur wieder rausgenommen. Die soll natürlich nicht benutzt werden, aber nichtsdestotrotz macht sie dann einen schönen Eindruck. Die wird nachher natürlich unten zugemacht. Ja, oben in der Mitte kommt dann ein 55 Zoll Screen rein, wo dann Media-Content drauf abgespielt wird, weil hier ist ja der erste Berührungspunkt der Gäste mit unserem Ziegelwerkbetreiber. Und der wird da oben dann drinne stehen und die Wanderarbeiter, die es früher so gab in den Ziegelwerken, hier begrüßen und dann natürlich zur Arbeit ermuntern. Jetzt steht das Gerüst hier ein bisschen doof, aber ich sag mal, man läuft dann später hier, dann geht es hier nochmal rum. Der Spind, der wird später hier stehen als Raumtrenner. Dann laufe ich nochmal hinten rum und dann geht es an der Stelle wieder raus. Und ich guck mal, können wir uns hier so durchquetschen oder? Nee, ich glaube, wir gehen besser andersrum. Na, aber auch hier sieht man an der Wand schon so, in welche Richtung das geht. Ne? Die Wand ist jetzt theoretisch fertig. Man hat dann einmal dahinter einen Kalksandstein, den wir dann verputzt haben in mehreren Schichten, damit es eben so aussieht. Ich kletter hier mal durch und zeige euch das mal, weil ich finde es super cool. In mehreren Schichten. Hier haben wir dann wieder Löcher reingehauen in die nagelneue Wand und haben dann kleine Steine mit eingefärbten Fliesenkleber mit aufgebracht. Und anschließend, man sieht dann hier diese kleinen Stellen, erst wurde die Gesamtfläche verputzt, damit man die Fugen des Kalksandsteines nicht sieht. Dann kommt ein zweiter Layer drüber, den man dann ja, hier und da so ein bisschen antupft und gar nicht, wie man das sonst so kennt, mit Fliesenkleber oder Spachtel so rüberstreicht, sondern der wird so angetupft und dann hier und da auch nochmal dicker aufgetragen, wie hier, damit dann eben diese Unebenheiten entstehen, die für das Auge ganz wichtig sind, weil das einfach der Wand wesentlich mehr Tiefe gibt. Und anschließend wird dann die Farbe aufgetragen, auch da in verschiedenen Schichten, verschiedenen Dicken, sieht man hier wieder, so dass wir dann wirklich diesen coolen Used-Look kriegen, diesen Effekt, den wir haben wollen, dass das hier so eine schön alte, immer genutzte und wenig sauber gemachte Ziegelei ist, ein Ziegelwerk. Ja, und hier dann halt nochmal eben so ein Schild zum Werk. Auch interessant hier hinter, was heißt interessant, aber ich finde es interessant. Hier hinter zum Beispiel ist ein Doppel-T-Träger, der von der Stahlkonstruktion der Halle her steht. Dann war die Überlegung, lassen wir den durchstehen oder nicht. Haben wir uns dann angeguckt, der passte einfach hier nicht ins Bild, dann wurde er kurzerhand einfach mit übergeputzt. Und dadurch macht es das hier wieder ein bisschen dicker, das Paket. Und fügt sich dann aber wieder optisch gut ein, weil es jetzt aussieht, als wäre die Wand uneben. Und das ist früher gar nicht so unüblich gewesen. Ja. Wir hatten mal einen Maurer, kleine Anekdote, mit dem habe ich zusammen gemauert, als relativ junger Kerl. Und dann haben wir ein Lot dran gehalten und dann hat er die mit Absicht ein bisschen schief gemauert. Und dann habe ich nach der fünften, sechsten Lage gesagt, hör mal, das ist ein bisschen schief. Und sagt er, nee. Die musst du nicht perfekt gerade machen. Die muss immer ein kleines bisschen schief sein. Und dann, warum das denn? Ja, sonst will dein Opa, das war zu der Zeit sein Chef, wie gesagt, ich war noch ein junger Kerl, sonst will dein Opa, dass ich jede Wand hier ganz gerade mache. Und darum hat er die immer ein bisschen schief gemacht. Also total behämmert, aber ja, so war das. Und hier sieht es dann jetzt genauso aus, als hätte es eben der Mitarbeiter gemauert. Aber ist nicht so. Ups. Und hier kommen wir dann ja quasi aus dem ersten Raum raus, wo dann auch
ja, ich will es jetzt nicht Pre-Show nennen, weil Pre-Show bedeutet für mich immer, ich bleibe stehen, guck was an und eine Minute später, 30 Sekunden, in was für einem Dispatch auch immer, geht eine Tür auf und ich laufe weiter. Das ist so immer meine Definition. Hier haben wir so eine Walking Pre-Show, nenne ich das mal. Also man kann sich den Content angucken, kann aber auch weitergehen. Warum? Weil wir uns dadurch natürlich Personal sparen. Man kann so Schiebetüren auch automatisieren, dann muss es aber wieder überwacht werden, mehrfach sicherheitsüberwacht. Und ja, das ist alles sehr aufwendig. Und wir wollen ja auch gemäß unserer Struktur, dass wir hier so wenig Personal wie möglich nutzen. Also dass es im Notfall auch ein Operator alleine bedienen könnte. Natürlich ist bei Stoßzeiten sind hier mindestens 2 bis 3 Operator geplant. Aber halt immer der Wunsch, dass es auch einer könnte. Wir hatten gestern so einen richtigen Gurkentag hier bei uns. Leider Dauerregen, Oktober, mit Mal kalt geworden. Leider, aber da war hier echt wenig Betrieb. Und wenn du dann hier 2, 3 Operator rumstehen hast, die Däumchen drehen, das macht A, keinem Operator Spaß, das mal vorweg. Und B, geht es natürlich dann irgendwann auch aus Budget. Und das wollen wir auch nicht. Ja, und hier laufen wir dann. Auch interessant, für die, die es interessiert, das sind alte Klinkersteine, die von einer alten Straße hier in der Gegend aufgenommen wurden. Die Straße soll zurückgebaut werden demnächst. Und jetzt konnten wir die Steine dort aufnehmen lassen und haben die dann hierher transportiert und hier wieder eingelegt. Die Steine sind über 100 Jahre alt. Also ist kein Flachs. Und wir haben lange gesucht, bis wir so Steine finden und die dann auch bezahlbar sind, muss man auch sagen. Und man sieht auch an dem Brand, wie verschieden die gebrannt sind. Also was hier alles schon drüber gefahren ist an Fahrzeuge in den letzten knapp 100 Jahren, ich weiß nicht, geht auf keine Kuhhaut. Und dann natürlich auch beim Pflastern, auch hier, wo dann ein Senkrechter ist, wurden die einmal aufrecht eingesetzt. Das, ja, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand drauf achtet. Da diskutieren wir jeden Tag drüber. Wird das so wahrgenommen von den Gästen? Aber für uns ist es einfach schön anzusehen und wir haben dann riesen Spaß dran, eben solche kleinen Details mit einzuarbeiten. Und ich glaube immer, dass die nachher im Gesamterlebnis, der Gast, der weiß gar nicht, warum war es jetzt so toll, aber er sagt einfach, ja, war super Erlebnis. Das war nicht nur die Fahrt, die Musik, der Media-Content oder die Deko, sondern so alles immer im Verbund. Und ich glaube, das macht es dann aus, wenn der Gast gar nicht weiß, warum war es so toll, wie es war, sondern es war einfach toll. Und hier haben wir jetzt, später geht hier noch die Q-Line weiter im Außenbereich. Und das wird dann quasi das gleiche Haus, wie wir hier zu meiner Linken haben, wo dann unsere Gondel durchfährt und die Gäste durchfahren. Das wird dann ein alter Schuppen, wo früher die Klinkersteine, die Kuchen, so nannte man das, reingestellt werden zum Trocknen. Die mussten nämlich, bevor die gebrannt werden, erst austrocknen. Und da hat man die dann später immer mit dem Schienensystem reingefahren und hat die dann da aufgetürmt und dann später über so ein Schienensystem in den Brennofen gebracht, beziehungsweise in die Ziegelei gebracht. Und gleiches Gebäude wird hier gebaut, wo dann auch natürlich hier und da ein paar Ziegel mit drin stehen und dann geht es einmal hier hoch, einmal dann auf der anderen Seite wieder zurück und hier vorne wird es dann seitlich nochmal einen Ausgang geben zur späteren Extended Queue. Für die haben wir auch schon ein Deko-Element da. Ich weiß nicht, ob man das von hier schon so gut draufkriegt. Da hinten dieses große Stahlgerät, was da ist. Da ist in Oldenburg beim großen Futtermittelhersteller ist eine Transportbrücke abgebrannt. So, und die wurde dann demontiert und da erstmal auf den Boden gestellt und sollte dann eigentlich in Schrott. Und mein Onkel wohnt da ganz in der Nähe. Der hat das Ding dann gesehen und hat gesagt, Mensch, boah, das wäre aber eigentlich ganz cool. Und hat sich dann darum gekümmert und damit in Verbindung gesetzt, dass wir das Element hierher bekommen. Und dann haben wir es mit dem Schwertransport, weil es überbreit war und überhoch war, dann hier zu uns nach Jaderberg geholt, haben oben noch, da sind eigentlich noch Geländer drauf, die haben wir dann abgeflext, runtergelegt und speisen die später dann wieder hin. Und das kann ja ruhig ein bisschen wüst aussehen. Und ja, das wird dann hier vorne in den Boden eingelassen. Dann kommt eine leichte Überdachung drüber, sprich Sonnenschutz, damit man nicht so, auch darum hier eben ein Dach drüber, nicht nur der Optik halber, sondern damit man nicht stundenlang wird es wohl nicht sein, aber damit ich jetzt hier nicht eine halbe Stunde in der prallen Sonne stehen muss.
Und gleich ist natürlich auch da, da denken wir immer an die kleinen Besucher bei uns, weil jeder weiß, mit ich kann mir eine Mütze aufsetzen oder was weiß ich, halt mir mein T-Shirt über den Kopf oder kann es im Zweifel natürlich auch ab. Bei Kleinkindern ist das immer so eine Sache und da hier ja schon Kinder ab 4 Jahren mitfahren dürfen, haben wir da natürlich ein ganz besonderes Augenmerk drauf. Ja, und eben dafür ist dieses alte Stahlgerüst, aber ich glaube, wir gehen nachher nochmal hin, dann kannst du ein paar Bilder einfangen dazu. Ist echt cool, also sieht wirklich cool aus, weil es halt so abgebrannt ist, das Metall richtig verzogen, also passt wie Arsch auf einmal. Ja, und hat uns dann nur in Anführungsstrichen den Transport hierher gekostet. War auch nicht ohne, aber nichtsdestotrotz, so ein Objekt kannst du dann gar nicht selber machen. Und das wird dann später unsere Extended Queue. Je nach Andrang wird es auch vielleicht immer auf sein. Müssen wir mal gucken. Wir sind auf alles gefasst. Ja, hier sind wir dann in unserem ersten Raum, wo wir dann quasi gleich eine große Maschine vor uns haben, eine Dampfmaschine, die ja, hier verschiedene Apparate antreibt. Natürlich gedanklich und man läuft dann durch die Queue quasi hier, wo ich jetzt so stehe und dann geht es hier rum, hier liegt überall noch ein bisschen was rum. Die ganze Maschine wird noch eingehaust, hochgegittert, da das eine echte Dampfmaschine ist, die auch an die 100 Jahre alt ist, kein Flachs, haben wir durch Zufall über einen Internetfund beim Googlen, respektive mein Vater, der hat abends Zeit gehabt und hat dann sich da mal durchgegoogelt und hat dann bei eBay diese Dampfmaschine gefunden. Und die tut es auch noch. Also man hat hier so kleine Ölstellen, wo man dann ölen muss. Man sieht dann hier die Kolben, also es bewegt sich alles. Die braucht einfach nur an Luft angeschlossen werden. Und dann dreht sich auch das Schwungrad hier mit. Also das ist wirklich geil, wenn sie läuft. Wir müssen nur gucken, ob wir sie, wenn sie permanent betrieben wird, die ist halt sehr, sehr alt, da muss immer jemand beistehen und ölen. Mhm. Und da haben wir noch keinen für gefunden. Aber sie wird auf jeden Fall ganz toll in Szene gesetzt. Natürlich wird es hier Geräuschkulisse zu geben, die wird dann gehighlightet mit verschiedenen Spots, die über DMX wiederum angesteuert werden, dass wenn der Sound losgeht, dass dann auch das Ding beleuchtet ist und so weiter und so fort, damit man auch hier wirklich beim Warten was Cooles zu gucken hat. Und ich glaube, man sieht schon so in den Anfängen hier, weil wir sind ja noch lange nicht fertig, in den Anfängen aber, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das ist von der Thematisierung schon wieder über dem Level vom Okavango. Ich meine, nichtsdestotrotz, wir sind ja auch in einem geschlossenen Raum, dann kann man natürlich noch ein bisschen mehr machen mit Licht und so weiter, aber hier sehen wir auch so ein Deko-Element, das haben wir auf dem Flohmarkt hier in der Gegend gekauft, so eine alte Ölpumpe, die kommt nachher hier oben drauf gestellt, sehr wahrscheinlich. Und da wurde schon mal geguckt, wie macht die sich da oben, ne? Und wir haben hier unten den ganzen Keller voll und drüben noch unser Lager mit so alten Kram, den wir dann wirklich per eBay oder halt auf Flohmärkten uns zusammen kaufen, weil du kommst ja sonst gar nicht ran. Mhm. Wir haben aber auch ganz viel Großteile, die zeige ich euch später mal, die wir tatsächlich noch in unserer Lagerhalle hatten und irgendwie nie weggeschmissen haben und jetzt sagen, passt, super. Und dann auch ein paar Dinger noch mit Familienhistorie, da kommen wir aber später nochmal zu, ist ganz witzig. So, hier geht es dann in den nächsten Raum, weil das hier immer so zieht, hängen die sich hier so einen Vorhang zu. Hier kommen wir dann in unser Büro, das Büro des Brennmeisters. Im Moment werden die Wände noch nachkoloriert, dass die auch wirklich so ein bisschen diesen Used-Look kriegen. Und eigentlich steht dann der Schreibtisch hier hinten in der Ecke. Da ist dann der Schreibtisch von unserem Brennmeister, der quasi das Gegenstück zu unserem Maskottchen, dem Lütje, ist. Die haben so ein bisschen eine Beziehung, wie wer es noch kennt, wer alt genug ist, Meister Edon Pumuckl. Und ja, der sitzt dann hier an seinem Schreibtisch. Da steht ein altes Radio dann später mal drauf. Und aus dem Radio hört man dann sporadisch mal ein paar Nachrichten und natürlich den Soundtrack, auch mit ein bisschen Geknister dabei, weil es ja ein ganz altes Radio ist. Und hier an der Wand kommen dann später noch ein paar Bilder, ein paar Ideen. Es werden ganz viele Lampen von der Decke hängen, weil der Brennmeister ja keine Streichhölzer mehr hat, um seine Öfen hier anzukriegen. Und um irgendwie wieder die Flammen zu entfachen, hat er sich überlegt, fängt er ein Irrwicht ein. Und ein Irrwicht hat er eingefangen, das ist der Lütje, aber der ist ganz schwer zu fangen. Der lässt sich nur fangen, wenn er Bock drauf hat. Und ja, der springt von Lampe zu Lampe und so versucht dann der Brennmeister irgendwie eine Lampe zu bauen, rauszufinden, in welcher Lampe könnte denn das Irrlicht drinnen bleiben. Und naja, das führt so ein bisschen nachher durch die ganze Story. Und hier kommen wir dann in den nächsten Raum. Vorsicht, hier liegt noch eine Dekotür rum. Man läuft dann quasi hier raus, gleich wieder
rechts rum, wo du jetzt stehst, hier kommt dann auch eine Lampe hin, wo dann eventuell Lütchen mit drin ist, so ein Kohlehaufen, irgendwie so ein Lehmhaufen, irgendwas in der Richtung wird hier entstehen, bedingt oben durch den Auswurf. Auch hier kommen überall noch Räder über Riemen angetrieben, natürlich angedeutet her. Ja, und weil wir eben Stahl und Steine, so ganz ohne Holz geht es auch nicht, aber Stahl und Steine haben wir dann überall auf das Holz, außen wie auch innen, noch Flachstahl draufgebracht. So dass man immer meint, da laufen dicke Träger hinter, dicke Stahlträger hinter, obwohl es eigentlich nur Flacheisen ist, was aufgeschraubt ist. Aber egal wie, es ist auch so super, super viel Arbeit gewesen. Also da haben wir ganz, ganz viel Liebe und Energie reingesteckt und man sieht es gleich nochmal in der Bahnhofseinfahrt ganz besonders. Ja, und auch hier so eine alte Sitzbank, ne? Das ist jetzt nichts Besonderes, es ist im Grunde so eine klassische. Alles klar, jo. Nach der Bank geht es dann natürlich hier so ein bisschen Kettlepen-mäßig weiter, aber auch hier so alte Spinte. Die ganzen Wände werden noch abdekoriert mit, Maurerhelmen und so ein Kram, natürlich alte. Verschiedene Lampen werden überall angebracht für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Natürlich aber auch an der Decke mit einer Grundbeleuchtung, sodass wir dann so wie jetzt ist ja ziemlich hell aktuell, dann auch wirklich auf Betriebslicht schalten können, dass dann jeder Operator morgens durchfegen kann. Im Evakuierungsfall ist das dann aufgeschaltet auf die Steuerung von Gerstlauer, sodass, wenn die Anlage in Evakuierung geschaltet wird, die Musik runterfährt, das Licht überall voll angeht, sodass wir dann auch eine sichere Evakuierung gewährleisten können und vor allen Dingen sicher im Sinne von übersichtlich, ne? Also unsicher ist ja hier nichts, hier ist alles safe, aber viele neigen dann ja dazu, mal doch die Orientierung zu verlieren. Aber wir sind ganz sicher, das werden wir so gut wie nie haben, außer im Übungsfall. Wir haben ja hier nun ein Premium-Produkt, nenne ich es mal, und da sind wir ziemlich sicher, dass wir so gut wie keine Ausfälle haben werden. Ja, und hier gucken wir jetzt mal auf den Einstiegsbereich. Hier steht noch ein Kompressor, der ist tatsächlich schon Asbach uralt, aber der tut's noch, da sind wir noch mit am Arbeiten. Ja, und hier stehen wir dann vorm Gate quasi, First Row, Second Row. Auch auf dem Boden kommen natürlich noch verschiedene Applikationen. Der Betonboden auch durchgefärbt zum Großteil. Man sieht hier unten im Bahnhof auch schon die ersten Unterschiede, nämlich direkt hier im Bahnhof und weiter hinten. Weiter hinten sehen wir noch die Kalksandsteine, die hier genommen wurden, um eben hochzumauern. Und hier unten ist das alles schon verkleidet, sodass wir das da unten auch schön dunkel haben, beziehungsweise dass es nicht halt so neuzeitlich aussieht. Denn auch das ist uns wichtig, denn wenn ich hier warte und es ist gerade kein Fahrzeug da, wir fahren hier im Hochbetrieb mit 6 Fahrzeugen in der Anlage, dann ist das relativ selten, dass hier kein Fahrzeug steht. Aber trotzdem zählt es für uns irgendwie zur Experience dazu. Das sind dann so kleine Details, wo wir dann halt auch vielleicht besonders Wert drauf legen. Genauso haben wir es im Okavango im Fahrstuhl, wenn du hochfährst, dann ist auch die Stirnseite dekoriert, obwohl das nicht unbedingt müsste. Und man achtet vielleicht auch erst bei der 5. oder 10. Fahrt drauf, aber genau das macht es dann ja aus. Wir haben ganz viele Saisonkartengäste, die halt dann wirklich relativ häufig hier fahren. Und auch für die soll immer wieder was Neues zu erleben dabei sein. Und das ist dann dabei unser Ansinnen. Ja, hier haben wir dann die Einfahrt. Man sieht von hier auch schon die Weiche. Oben kommen noch verschiedene weitere Deko-Applikationen dran. Also in dem Fall sind das hier diese Galgen, die Kettenzüge, die hier angebracht sind. Auch im hinteren Bereich wird dann noch was kommen. Natürlich wird hier eine entsprechende Beleuchtung. Und da kommt gerade unser wunderschönes Fahrzeug. Die werden noch ein bisschen auf Vintage getrimmt. Die sind jetzt erstmal zu den Testfahrten hier und wurden dann unbedingt hier benötigt, sodass wir die dann hier vor Ort noch mal ein bisschen nachdekorieren. Ja, hier unten sehen wir jetzt noch die einzelnen Blockfreigaben. Die sind noch nicht an der Wand geschraubt, weil wir hier halt noch Dekorationsmaßnahmen am Treffen sind, sodass die erst ganz zum Schluss aufputzt dann gesetzt werden. Das ist dann zur täglichen Inbetriebnahme, müssen wir dann halt gucken, dass wir die einzelnen Blöcke immer freischalten oder im Störfall, wenn ein kompletter Stromausfall sein sollte und so weiter. Dazu sind dann diese einzelnen Blockfreigaben. Wir haben direkt vor dir ist noch ein zweites Bedienpanel. Das ist für den Zwei-Operator-Betrieb. Wie ich gerade schon mal gesagt habe, kann die Anlage von einem oder zwei Operatoren bedient werden. Das kann man dann entsprechend zuschalten und danach wird dann halt auch das Bedienpanel zugeschaltet oder eben nicht, sodass halt eine zweite Freigabe gegeben wird von dem zweiten Operations-Mitarbeiter.
ja, hier unser Fahrzeug mal so ganz grob. Vorne drauf haben wir eine Lampe von der Firma Robas, die auch ansonsten schon viele Lampen hier bei uns im Park geliefert hat. Das ist tatsächlich die erste Lampe, die Firma Robas hergestellt hat, die auf einem Fahrzeug mit installiert sind. Das gab es vorher noch nie. Und nach einer zeitlangen Absprache, Rücksprache und technischen Anforderungen, Abstimmung mit Gerstlauer und uns, wurde dann aber nun doch eine Lampe gebaut. Und wir finden, das sieht ganz toll aus am Fahrzeug. Wie gesagt, ein paar Vintage-Elemente kommen noch mit dran, ein bisschen Beschilderung. Hier und da werden noch ein paar Macken drauf gezeichnet. Und dann freuen wir uns, wenn die ersten Gäste hier drin sitzen. Wir glauben, das sieht nachher ganz, ganz toll aus. Vielleicht im späteren Zuge werden wir die Lampen sogar noch beleuchten, schaltbar machen. Im Tagesbetrieb wird es kaum auffallen, aber bei Abendveranstaltungen so sieht es dann natürlich umso schöner aus. Und ja, hier auch in der Gondel schon auch, obwohl nicht gefordert, eine Bügelmindestabfrage. Das heißt, jeder Bügel ist nochmal zusätzlich einzeln elektronisch überwacht. Und der Operator kann erst losfahren, wenn die in der sogenannten Mindeststellung sind. Das heißt, es ist immer gewährleistet, dass der Bügel auf jeden Fall in der Mindestposition verriegelt ist. Natürlich ersetzt das nicht das Kontrollieren des Mitarbeiters, aber es ist noch ein Sicherheitsaspekt mehr, den wir uns einfach in der Bahn gewünscht haben, der nicht Standard ist. Und sind wir ganz froh drüber, dass wir das gemacht haben, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Laufweg mehr bedeutet, weil wenn jetzt ein Sitz nicht besetzt ist, dann muss ich dann natürlich auch den Bügel runterdrücken, bis er in der Mindestposition ist. Hätte ich kurz bei der Anlage, warum nicht gefordert, damit die Leute das verstehen? Bedingt durch die Norm 13814, die gibt vor, was für Sicherheitsbügel bei was für Kräften, die entweder abhebend oder in den Sitz, also positiven oder negativen G-Kräften oder auch halt seitlich wirkenden. Und bei dieser Anlage, das ist ein S3-Bügelsystem. Es gibt von S1 bis S5. Und bei dem S3-Bügelsystem, bei dieser Anlage mit diesen G-Kräften, das ist eigentlich bei allen Bobsleds so, ist eben diese Bügelabfrage nicht gefordert, die elektronische Bügelabfrage, weil man theoretisch nicht aus der Anlage rausfliegen kann. Weil wir keinerlei negative, beziehungsweise wir sind nicht bei 0G, dass ich schwerelos wäre, sondern immer im Plusbereich, dass ich halt selbstständig mich irgendwie hochbewegen muss. Also zum Beispiel, ich wiege 100 Kilo, der zumindest rein rechnerisch bis jetzt gemessene Punkt bei uns an nahezu negativen G-Kräften oder Zero-G-Kräften ist beim Camelback. Und da haben wir dann G-Kräfte von 0,2G. Das bedeutet, wenn ich 100 Kilo wiege, wiege ich in dem Moment nur noch 20 Kilo. Was bewirkt das? Das macht eben dieses Gefühl Schmetterlinge im Bauch, dass ich meine, ich hebe ab, tue es aber noch gar nicht wirklich. Und wenn ich dann tatsächlich raushüpfen wollen würde, könnte irgendwie, müsste ich noch diese letzten 20 Kilo auch irgendwie in Bewegung setzen. Durch ein wildes Arm hochreißen oder dergleichen. Und bedingt durch diese Norm, die DIN 13814, die für alle fliegende Bauten, sogenannte fliegende Bauten, das sind natürlich auch feststehende Anlagen in Freizeitparks, das ist der aktuelle technische Standard. Und die besagt halt eben, dass hier eine elektronische Bügelüberwachung der Mindeststellung nicht sein muss. Was aber sein muss, ist eine Überprüfung vor Startbeginn durch den Operator oder halt einen anderen Mitarbeiter. Das heißt, es muss eine visuelle Prüfung gemacht werden. Ist der Bügel geschlossen? Ja oder nein? Der Mitarbeiter muss einmal kurz rausgehen, gucken, natürlich im besten Fall auch fühlen. Und kriegen wir das Signal, jetzt wird hier weitergefahren. Und auf jeden Fall ist das der technische Standard und wir wollten da nochmal einen oben drauf setzen. Einfach nur, um den Faktor Mensch noch ein bisschen zu entlasten oder die Fehlerquelle Mensch noch mehr zu komprimieren. Wir haben natürlich hier sehr gut geschultes, dem Bronzenstandard entsprechend qualifiziertes Personal an dieser Anlage. Aber trotzdem kann ich sagen, Mensch, im Auto, was nur, was weiß ich, 20 km/h fährt, brauche ich keinen Anschnaller, aber trotzdem nutze ich den halt, weil es doch sicherer ist. Und ja, was wollen wir? Das höchste Maß an Sicherheit natürlich, weil der Super-GAU ist halt irgendwie ein Unfall in einem Freizeitpark, ganz gleich welche Art. Es wird ja leider auch immer sehr schnell dramatisiert.
verunfallt beziehungsweise eine verunfallte Person ist im Zweifel ja auch jemand, der aussteigt und sich erschrocken hat. Das kommt dann immer auch so ein bisschen auf die Mediendarstellung an. Das ist leider immer sehr negativ, denn was lernen wir von den Ärzten? Ne? Was verkauft sich so am besten? Angst, Hass, Titten und Wetterbericht. Ne? Und so laut ist das in einem Liedtext. Also nichtsdestotrotz wollen wir das, soweit es geht, vermeiden und ausschließen. Darum war uns das sehr wichtig, dass wir diese zusätzliche Minimalbügelstellung eben mit in dem Fahrzeug bereits integriert haben. Vor allen Dingen auch, und da greift dann natürlich auch irgendwann die Wirtschaftlichkeit wieder, vielleicht wird es irgendwann mal gefordert und dann muss man nachrüsten. Und wenn man eine Anlage neu bekommt, ist es natürlich einfacher, das direkt mit einzubauen, weil dann die entsprechenden elektronischen Abfragen, die Fühler, die an der Gondel sind, ich habe jetzt gerade das Fachbegriff da gar nicht für parat, nee, auch nicht, Sensor ist es auch nicht. Die Schleifringe, die dann in die Schleifschiene reingezogen werden, um da dann eben die Abfrage zu machen. Weil logisch ist ja, die Gondel ist halt nicht permanent irgendwo mit dem Kabel verbunden. Und nur hier in der Station sieht man, wenn man jetzt von hier so ein bisschen guckt, in Gelb da rausgucken, sieht man die vier Schleifkontakte, Schleifgrenze. Und da rein wird dann im Grunde eine Bürste gezogen mit auch eben vier Schleifbürsten dran und die werden dann da reingezogen und sobald die da reingezogen werden, sind beide aus Kupfer, gibt es natürlich einen elektronischen Kontakt und dann kann auch abgefragt oder irgendwas geschaltet werden oder ein Element aufgeladen werden. Ich sollte das wirklich unbedingt auf lautlos machen bei solchen Sachen hier. Vergleichbar ist ganz einfach mit einer Carrera-Bahn. Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist eine super Art, das zu beschreiben. Carrera-Bahn, Schleifbürsten, obendrauf laufen zwei Schienen, eine positiv, eine negativ und darüber kriegt das Fahrzeug den Strom. Und hier passiert quasi genau das Gleiche, nur dass dann in dem Fall Steuersignale bzw. gewisse Abfragen hin und her geschickt werden. Oder auch zum Beispiel eine Lampe mit beleuchtet wird, ein Onboard-Soundsystem geladen wird. Das kennen wir von verschiedenen Achterbahnen, da ist das schon so. Und so kann das dann auch hier passieren, aber hier geht es jetzt hauptsächlich um eben diese Minimalbügelabfrage. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal durch den VIP-Eingang, Ausgang quasi. Also wir haben hier aufgrund von Brandschutztechnik und Fluchtwege musste hier noch eine Treppe hin. Und die können wir aber wunderbar später nutzen, um zum Beispiel einen Baby-Switch zu realisieren und oder vielleicht irgendwann mal eine Single-Rider-Lane. Das ist jetzt natürlich noch nicht so in Betracht gezogen worden. Beim Park unserer Größe ist das eher sekundär. Aber nichtsdestotrotz sollte man auf alles vorbereitet sein. Wir könnten sogar, das müsste man dann nochmal gucken, noch eine Rollstuhl-Fahrstuhl anbauen. Und mit dem, da müsste man nochmal gucken, meine ich dann, wer darf später hier überhaupt mitfahren vom TÜV aus her. Ja. Denn wir müssen immer an die Evakuierung denken. Und da geht es dann darum, kann jemand, der körperlich eingeschränkt ist oder so stark eingeschränkt ist, evakuiert werden. Also kann der von ganz oben dann eine Wendeltreppe runterlaufen, selbstständig oder eben nicht. Und danach richtet sich das dann, wer diese Anlage später nutzen darf oder halt eben nicht. Und das klingt dann immer so ein bisschen fies und gemein. Wir wollen natürlich möglichst, dass jeder unsere Anlagen nutzen kann. Aber das ist technisch in der Umsetzung halt nicht erreichbar und dann auch sicherheitstechnisch gar nicht mehr abbildbar. Gab es ja vor Jahren mal einen Vorfall, da war jemand blind, zu 100% blind, glaube ich. Und dem wurde die Fahrt in Achterbahn verwehrt, aufgrund der Tatsache, dass er eventuell nicht evakuiert werden könne. Und er hat dann gesagt, naja, ich kann ja viel besser evakuiert werden, weil ich eben keine Höhenangst habe, weil ich das ja nicht sehe. Ja, aber man muss halt über einen Steg laufen und, je nachdem, an welcher Position denn evakuiert wird. Rede ich jetzt von so einer kleinen Bahn, wo ich halt einfach nur wirklich einen festen Laufsteg runterlaufe oder unserer Wasserbahn, da geht das auch relativ easy, ganz breite Treppen. Hier müssen wir bis 14, 15 Meter hoch auf einer engen Wendeltreppe oder eine relativ steile Treppe bei dem Schräglift, also am Lifthill. Und da wird es dann natürlich schon wieder schwieriger. Und, aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, glücklicherweise das zu entscheiden, sondern das macht der TÜV. Dafür ist er ja da und mit dem zusammen kann man dann nachher gucken, was möglich ist oder eben nicht. Und danach wird dann halt nachgerüstet
oder eben nicht. Ja, hier sind wir jetzt quasi im Ausgangsbereich. Wir kommen eigentlich von da, also wir steigen auf der anderen Seite der Schiene aus, wo wir es gerade gesehen haben, gehen dann hinter dem Operatorstand eine Treppe runter, laufen hier noch einmal unterhalb der Schiene. Und um auch hier wieder diesen Fabrikcharakter zu geben, haben wir hier oben die Schiene ganz bewusst offen gelassen. Das bleibt natürlich nicht ganz offen, so wie es jetzt ist, ist ja klar. Hier kommt noch ein Stahlgitter rüber, sodass man aber den Eindruck hat, es ist offen und ich kann das Fahrzeug auch nochmal von unten angucken. So ein kleiner Nerd-Moment. Und für die, die nicht so nerdig drauf sind, die haben halt das Gefühl, oh Mensch, was ist da denn? Da saust gerade was über mich rüber und das gibt dann halt eben diesen Werkscharakter, nenne ich das jetzt mal. Auch hier, man sieht, sind wir noch nicht vollends durch mit dem Verputzen. Hier werden die Wände auch noch verputzt, zumindest da, wo Putz dran ist. Hier kommt noch mal wieder zwischendrin ein bisschen Blech, damit wir nicht alles Putz haben. Das soll ja auch ein bisschen dynamisch wirken und fürs Auge nicht langweilig. Und ja, das sind alles so Dinge, die in Betracht gezogen werden müssen, um eine vernünftige Q-Line zu bauen. Aber auch einen schönen Ausgang, weil letztendlich ist ja so immer das Letzte, was ich mitnehme, das, was am längsten im Kopf bleibt. Und wenn ich jetzt eine noch so schöne Q-Line und eine mega tolle Fahrt habe, die wir hier ganz sicher haben werden, ist dann nachher so ein schlechter Ausgang auch irgendwie blöd. So, und wir wollen ja, dass die ein tolles Gefühl weiter transportieren nach außen, im besten Fall natürlich auch noch ein Erinnerungsfoto kaufen im Ausgang. Wir bekommen ja auch eine Fotoanlage, wo dann halt ein On-Ride-Picture geschossen wird, was ich dann natürlich hier direkt im Ausgang anzeige und dann irgendwo kaufbar, buchbar mache. Muss halt alles stimmig sein. Und wenn man es dann nachher mit irgendeinem zum Schluss hingeklatschten Mist verbockt, sag ich mal, dann ist es halt einfach nicht das, was es sein soll und was dann final mitgenommen wird. Man sagt ja immer, der erste Eindruck zählt, das ist mehr als richtig, aber auch das Finale. Und jetzt fährt gleich... Ist schon geil, oder? Ich find's geil. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute hier den Ausgang blockieren, weil die hier immer so hochgucken. Also ich würde es machen. Aber ja, auch hier wird dann wieder mit Deko-Applikationen gearbeitet, nachher an der ganzen Wand. Hier hinten werden wir dann sehr wahrscheinlich den Display anbringen, eben für unseren Fotoverkaufspunkt, wo wir dann den Automat hinsetzen. Das müssen wir nochmal gucken, weil ich glaube fast, dass wenn wir den da in die Ecke setzen, dass er ein bisschen kontraproduktiv ist, weil die Leute ja von außen, Kind fährt, kleines Beispiel, Kind fährt, alleine, ohne Eltern, ist schon groß genug, 8-Jähriger meinetwegen oder 6-Jähriger. Und kommt hier wieder raus und sagt, oh Mensch, Oma, Opa, Mama, Papa, wer auch immer, hier, guck und mal das tolle Foto an. Und wenn die dann hier ganz weit wieder reinlaufen müssen und da kommen denen ständig welche entgegen, ist das vielleicht auch nicht so angenehm. Ja, hier kommt wahrscheinlich noch ein Zaun hin, dass wir das hier noch so ein bisschen verwinkeln. Ich habe jetzt im Kopf entweder die Wand oder die Wand, dass wir da einen Bildschirm hinbringen und da einen zweiten Bildschirm, sodass ich von außen gucken kann, ach guck mal, da ist das Bild von meinem Sohn, meiner Tochter, Neffe, Nichte, Enkel, Enkelin, was auch immer. Und hier für den Gast, der rauskommt, damit dem das sofort ins Auge fällt und der sagt, oh, geil. Und nicht einfach hier schnell dran vorbeiläuft, weil er entweder sofort wieder rein will oder halt zu seinen wartenden Familienmitgliedern möchte und erzählen möchte, wie geil diese Bahn ist. Weil das ist sie. Ja, und hier kommt nochmal eine kleine Tür hin, beziehungsweise zwei Türen. Hier haben wir dann nachher ein sogenanntes Kabuff. Ein Ablageraum, wo wir dann halt alles, was wir zum Beispiel für die Fotoautomaten brauchen, mit reinpacken. Nochmal Besen und so weiter für hier unten zum Saubermachen, dass man das nicht immer alles von A nach B schleppen muss. Und dann später natürlich auch noch eine Durchgangsmöglichkeit hat in den hinteren Bereich. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil das ist nicht ganz ohne. Aktuell fährt kein Fahrzeug. Das heißt, ja, man sieht von hier kannst du schon mal gut rumfilmen, Bro. Hier kommen wir dann aus dem Bahnhof raus und fahren dann quasi in die erste Kurve. Auch hier ist noch nicht groß abdekoriert. Wir haben aber schon einige Großteile hier stehen, die wir vorbereitet haben. Und wir gehen jetzt mal Richtung Lounge, würde ich euch mitnehmen und bitten, hier ganz rechts zu laufen, bis wir hier vorne an einem richtigen Punkt stehen. Jawohl, hier stehen wir gut und richtig. Ja, hier sehen wir dann quasi die erste Kurve und es geht hier geradezu in unsere Brennkammer. Jetzt noch nicht ganz fertiggestellt. Es kommt hier noch eine zweite Decke oben drüber. Die wird in dem Fall aus Holz gemacht. In verschiedenen Ebenen wird ein bisschen eingebrochen aussehen, hier und da ein bisschen angebrannt über den einzelnen Bögen.
Und unten wird natürlich noch verdunkelt. Hier kommt natürlich auch ein Soundsystem rein mit einem kräftigen Bass. Beleuchtung, Nebelmaschine und am Ende wird noch ein Schnelllauftor hinkommen. Das ist allerdings noch nicht installiert, ist geordert. Die sind noch in der Auslieferung, was dann seitlich öffnet und schließt und das wirklich flott, so dass ich erstmal vor eine geschlossene Wand fahre. Das ist dann im Grunde eine bespannte Plane und das ist aber ein Foto von einer fertigen Wand von uns, damit sich das auch genau mit dem Stein deckt, den wir da haben. Und ja, die ist dann erstmal geschlossen. Wir fahren davor. Anschließend fährt man einmal rückwärts. Entschuldigung. Und also erstmal bleibt man stehen. Dann gibt es einen kleinen Showmoment. Wir fahren zurück. In der Zwischenzeit strömt Nebel ein. Das Tor öffnet sich. Das Fahrzeug rollt wieder vor und kriegt dann nochmal so einen Rolling Start, einen Rolling Launch nach draußen, was es dann zu einem Multilaunch Coaster macht. Genau genommen sogar in zwei Dimensionen. Wie gibt es da noch einen Fachbegriff für? Multidimension, Multilaunch Coaster? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall launchen wir ja in zwei Richtungen. Einmal rückwärts, einmal vorwärts. Beides ist Neuland beim Bobsled. Ist der weltweit erste Typ, der mit Multilaunch ausgestattet wurde. Und ja, wir sind ganz aus dem Häuschen, jetzt das Fahrzeug hier fahren zu sehen. Jetzt kommt gleich eins durchgefahren. Mal gucken, ob wir es dann auch hier gleich nochmal fahren sehen. Das wäre natürlich ganz cool. Ja, ist doch mega, oder? Ja, ist natürlich, ist ja auch irgendwie ein Marketing-Gag mit. Ne? Es ist ja jetzt nicht ein Multilaunch-Coaster im Sinne von Taron. Aber es ist ein Multilaunch-Coaster. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Und ich finde das schon ziemlich nice, das sagen zu können. Das ist sehr, sehr cool. Als so ein kleiner Park in Anführungsstrichen. Und ja, wir sind ganz aus dem Häuschen. Weil es aber auch wirklich, ich habe das Fahrzeug jetzt hier gestern und vorgestern schon mal so ein bisschen vor- und zurückfahren sehen. Das ist richtig geil. Echt. Also auch rückwärtige Beschleunigung ist schneller, als ich erwartet habe. Und der Launch nach draußen ist auch richtig klasse. Also das Fahrzeug wird beim Einrollen bis zum Rausfahren fast ums Doppelte beschleunigt. Ich glaube, wir fahren mit 4,8 Meter pro Sekunde hier nachher rein und fahren raus mit 9 Meter pro Sekunde. Weil das hier ist ja auch alles echt gemauert. Also wir haben hier kein Rockwork quasi oder keinen klassischen Spritzbeton, sondern wir haben die Preise mal verglichen und haben festgestellt, es ist gar nicht teurer, wenn man das direkt macht. Und cooler kann es ja gar nicht aussehen, weil das ist original. Ne? Hier mit den Rundbögen drin. Und ja, hier fährt man dann rein und nachher vom letzten Rundbogen kommt man mit hier hinten durch. Und Vorsicht an der Schiene. Es sieht auch von hinten super geil. Also ich finde das total klasse. Aber hier werden dann wahrscheinlich. Das ist voll übertrieben, dass das auch hier geil aussieht. Ja, mega übertrieben. Hier wird noch zugemacht mit einer Folie, dass auch kein Lichtanfall hier ist. Und hier wird dann eventuell noch eine Wand hochgezogen, die aber nicht direkt hier dran grenzt, so dass wir hier noch mit Scheinwerfern arbeiten können, die dann einen gewissen Schattenwurf auf die einzelnen Löcher geben, wo dann ja das Feuer theoretisch rauskäme. Und dann huschen wir hier nochmal durch. Jetzt muss ich selber eben gucken. Hier ist genau der Standpunkt, wo das Fahrzeug dann den Stop hat. Also wo es wirklich einmal steht und dann rückwärts beschleunigt wird und wir vorwärts raus. Das heißt, hier hätten wir auch noch die Möglichkeit, neben Beleuchtung vielleicht auch noch eine Art Media-Content einzuspielen. Das müssen wir mal gucken, was das Budget nachher noch hergibt. Weil ich wackel quasi jeden Tag am Ohrfeigenbaum, was das Budget angeht. Ne? Das müssen wir innerfamiliär ausdiskutieren. Und irgendwann eskaliert das. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist natürlich immer, man kann immer mehr,
Aber letztendlich muss jeder Park, jeder Betreiber für sich gucken, so bis wohin gehen wir. Und na klar, wir haben unsere Zahlen, unsere Vorgaben, was wir uns so gedacht haben. Und hier und da sprengt das halt immer so ein bisschen das Maß. Das ist aber nicht unser erstes Projekt. Von daher wissen wir, dass ja, solche Überziehungen hier und da halt einfach passieren. So, und dann von daher ist es mit einkalkuliert. Und jetzt muss man wirklich mal gucken. Und das ist dann auch gar nicht immer nur eine budgetäre Sache, sondern passt das auch in den Fahrablauf? Kriegt der Gast das überhaupt mit? Das muss dann nochmal mit unserem Designer, wollen wir da nochmal ordentlich drüber sprechen, auch innerbetrieblich das nochmal ausdiskutieren. Weil letztendlich ist es dann ja auch vielleicht eine Reizüberflutung. Ne? Du willst es ja auch nicht kaputt machen, indem du da zu viel reinballerst, was dann sicherlich beim 15. Mal Fahren irgendwann auffällt. Aber ja, das ist dann auch nicht unbedingt der Effekt. Genau, und wenn du zu viel Input hast, weil ich glaube schon, dass bei dieser Bahn durch die Q-Line, die ja doch schon, wie ich finde, sehr stark thematisiert ist später, mit dem Media-Content, der da auch ja schon läuft, dann fahre ich in den Lounge-Bereich rein, mit der Beleuchtung, mit dem Nebel. Ich werde rückwärtig geschossen, vorwärts geschossen, dann geht's raus, dann geht's wieder rein in den eingehausten Lift, der auch einmalig ist. Irgendwo sagt der Kopf dann auch, boah, was ist denn da gerade passiert? So, und genau das muss man halt auf den Punkt treffen. Und dann bringt das nachher nichts, wenn ich hier noch einen coolen Media-Bildschirm hinsetze und da irgendeinen Content drauf produzieren lasse, der sicherlich auch richtig klasse wäre. Aber das muss auch ja begreifbar sein, sag ich mal. So, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal draußen gucken, weil in der Zwischenzeit ist nämlich ein LKW angekommen von der Firma Gerstlauer mit den restlichen 5 Fahrzeugen. Und eigentlich müsste auch unsere große Schriftplatte, die wir noch vorne unter der Bremse 2 anbauen, auch mit da drauf sein. Und ich glaube, da gehen wir jetzt mal gucken. Soll ich fahren? Denn mir ist egal. Nur hier kommt später ja noch links und rechts überall natürlich eine Umzäunung hin. Auch so, dass wir während des Betriebs sicher hinten zu unserem Maintenance-Bereich kommen. Und dass nicht irgendwo irgendeiner ein Tor aufmachen muss und dann da aus Versehen, weil er mal eben schnell durch will, in den Bereich huscht, wo er nichts verloren hat. Ne? Das wollen wir natürlich auch nicht. Entsprechend kommt hier eine vernünftige Umzäunung, eine Begrünung. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen kahl aus. Und weil wir auch schon wieder so ein typisches norddeutsches Schiedwetter haben. So, ich glaube, mal gucken. Ich glaube, ich schwing mich da mal eben rein. Oder? Hier vorne irgendwo stehen. Ja. Dass wir uns jetzt da hinten nicht so eng machen. Ja, also hier vorne eben die Reihe nach. Ja, und welchen soll ich zuerst nehmen? Den zweiten von rechts? Ich muss gleich nochmal nachsetzen. Ein bisschen vor und ziehen. Ja, ja. Das sind aber schön verpackte Pakete, oder? So. Die stellen wir uns jetzt hier vorne hin.
was wir machen, wir heben an und jetzt fährt er vor. Wir heben den nicht rüber. Erstmal auf Spannung, warte. Benni, auf Spannung machen, anheben. Einfahren etwas. Etwas ausfahren. Spannung. Moment mal, wir. Warte mal. Hast du denkst, du schaffst zweimal hier, oder? Ja. Spannung. Mach dir mal, warte mal. Kannst du sie brauchen? Mit ja, die brauchen wir. So, wir haben ein paar Kinder. Achso, das sind die. Jeder ja, für das andere Fahrzeug, oder? Ah, ja. Yeah. Die Rollen dabei, oder? Ja. Yeah. Fahrzeug 2. Der Schlumpf musst du wieder reinlegen. Ja. Die Farbe vor. Die Farbe vor. Du musst das auch machen. Ja, interessant zu hören, den Unterschied vom Geräusch. Ne? Ja. Hiermit stellst du ja nachher nach, ne? Aber ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Hier kannst du dann genau. Ja, Michi, die hier sind noch komplett gerade und der hat ja unten aber schon eine. Welche? Die Gegenrolle. Ja, genau. Die Gegenrolle ist richtig schon angerundet, ne? Der das obere ist noch. So. Ist noch gerade, aber das kommt nachher von alleine, ne? Ja. Yeah. Ein bisschen vor, oder? Hat er da eine Waage gezogen? Thank you.
So Leute, es ist nicht mehr viel, was hier gemacht werden muss. Wir haben jetzt einige Monate später zu dem, was ihr jetzt als letztes gesehen habt. Wir sind jetzt nochmal hier, 6 Wochen vor Eröffnung, geplant, grob angepeilte Eröffnung. Und es ist noch ein bisschen Feinarbeit. Wir haben erst überlegt, ob wir nochmal mit euch komplett rumgehen, aber wir sind so kurz vor fertig, dass das keinen Sinn macht und wir lieber ganz fertig dann direkt alles zeigen. Was sind nur noch so Details und Feinheiten, die fehlen? Das habt ihr in Teil 1 dieser Serie gesehen. Ich weiß nicht, welcher Teil das jetzt ist, wie viele Teile es geworden sind. Wir sind schon gefahren. Aber wie es war, haben wir euch in Teil 1 erzählt. Also müsst ihr den, wenn ihr den nicht gesehen habt, gucken. Ich weiß auch nicht, warum man nicht mit Teil 1 anfängt. Ja, ein paar kleine Arbeiten sind hier gerade noch zu machen. Wenige Kranhübel noch, bis es dann ganz vorbei ist, dann kein Kran mehr gebraucht wird. Unfassbar beeindruckend, super spannend, hoffe ich, für euch gewesen. Und ja, damit schließt sich der Kreis vom Anfang, wo wir euch die Attraktion vorgestellt haben, bis über den Weg, wie diese Attraktion entstanden ist und jetzt, wo wir hier stehen, wo alles fertig ist. Wenn wir jetzt so rübergehen, dann geht es doch in die Mitte von uns.